Also ich hatte schon gesagt, man lernt sehr viel, wenn man sich auf der Bundesebene engagiert, denke ich einfach, dass man noch mehr lernt. Man hat mehr Verantwortung, man ist noch mit anderen Themen abgedeckt, die vielleicht eher so finanzieller Natur sind. Da geht es um Kommunikation, da geht es auch um Marketing für MTP, um Corporate Design, Corporate Branding und solche Dinge, die Präsenz, Social Media. Das sind also alles Dinge, die man auf der Bundesebene sicherlich mehr macht bei MTP, als wenn man sich rein lokal engagiert, was natürlich auch begrüßenswert ist. Und wenn man das Ganze dann noch Vollzeit macht, es gibt ja dann einige Rollen innerhalb von MTP, die Vollzeit sind, dann ist das letztendlich wie so ein einjähriges Superpraktikum, weil man Dinge lernt, die man sonst bei keinem anderen Praktikum lernt. Das hat natürlich so ein bisschen auch was Entrepreneurhaftes, ein bisschen was Startup-mäßiges, auch wenn MTP natürlich etabliert ist, weil man sich um Themen rechtlicher Natur, die Kommunikation, man hat plötzlich Verantwortung für ein Riesenbudget, für eine Organisation, die ja sehr, sehr groß ist. Da kann man also nicht mal sagen, oh, ich habe jetzt Lust oder keine Lust, sondern es wird daran gemessen, man hat eben diese Verantwortung. Und ich glaube, wenn man das macht, das prägt enorm, man lernt super viel und das kann ich jedem jungen Menschen nur empfehlen, denn das prägt und bereitet jemanden für das zukünftige Berufsleben perfekt vor.